Bugatti, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the bottle that rose. So. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bed Wars. Wir haben gerade Sommerferien und der Alex ist im Urlaub. Deshalb ein Video ohne ihn. Alex hat mir auch einen neuen Skin gemacht, beziehungsweise er hat einfach nur seinen Skin in Blau gemacht. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Und ja, dann spielen wir jetzt einfach mal ein bisschen Bed Wars, ne? Ich weiß jetzt nicht so recht, worüber ich reden soll. Ja, ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Ja, läuft. Leute, ich kann mal wieder so gut bauen. Hätte mich noch aufwärmen sollen. Ah ja. Bei mir ist das Ganze jetzt ein wenig leise und langweilig. Aber ich werde euch noch ein ich werde euch ein wenig Musik da reinpacken. Und dann wird das bei euch nicht mehr so ruhig sein. Ich habe jetzt auch endlich Alex neues Resource Pack. Das hat bei mir vorher nicht geklappt, weil ich muss das mit Zippen packen. Und Zip hat ein wenig rumgespackt. Aus diesem Grund konnte ich leider das Resource Pack noch nicht nehmen. Ah, schade. Ja, Leute, wir reden jetzt auch nicht mehr über Teamspeak. Wir sind jetzt alle auf Discord immer. Alex hat da ja im letzten Livestream einen Server erstellt. Dementsprechend können wir darüber jetzt reden. Ich bin auch gerade auf Discord. Ah, Leute. Ich fand das letztens sehr komisch. Am Wochenende ist einfach so, über Nacht haben wir auf einmal 50 Abonnenten gehabt. Und jetzt sind die wohl wieder runtergegangen. Ich spiele ja auf Gomme.
Abgeschossen, Alter. Man. Was ist hier los? Oh, der Gegner ist da ganz super. Damit hat's immerhin. Ja Leute, da kommt doch schon der nächste. Und da ist er mal weg schon weg. Ich bin heute bestens in Form, Leute. Ich werde heute auch verschiedene Dinge aufnehmen. Nicht nur Bad Wars. Okay, das war komplett gefällt. Um die Base muss ich mich jetzt auch nicht mehr kümmern, da das Bett ja schon weg ist. Von daher habe ich volle Freiheit. Aber ohne Blöcke und ich bin tot. Okay Leute, ich würde sagen, ab in die nächste Runde. So, da sind wir wieder in der nächsten Runde. Bereit, um die Gegner anzugreifen. Bereit für den Krieg. Und bereit in die Mitte zu gehen. Es sei denn, da kommt mit dem Schwert. So, da kommt auch direkt schon ein roter, pünktlich auf die Minute, und der gelbe. Leute, bitte da ein bisschen Management. Der ist down. Oder jo. Der war an der Stelle dann down. Okay, sehr interessant. Die Roten haben es direkt auf uns abgesehen. Ja, Leute. So, flieg. Ja. Ah, shit, ich wäre da nicht hängen geblieben. Leute, unser Bett ist weg. Da
Da oben ist er auch schon. Der Kollege. So, der wäre dann down. So. Okay. Der Typ runter. Ach komm. Ich hab keinen Bock noch ewig zu campen. Ah Leute, bis ich eine Runde gewinne. Ach, zumal mit Bogen auf mich geschossen wird. Nächste Runde. Wild West. Eigentlich eine Map, die ich nicht so gerne mag, aber es war eine wenige. Also das war eine der wenigen vollen Runden. Und deshalb wurde ich gezwungen, diese Map zu nehmen. Das Ding ist, Leute, ich bin leider nur die letzte Woche von der Ferien weg. Und Alex ist 5 Wochen weg. Und das passt aber recht gut, weil ich kann dann 5 Wochen lang Videos machen, während er weg ist. Und er kann dann Videos machen, während ich weg bin, die eine Woche. Da ist er ja da. Höchstwahrscheinlich, falls er in Polen WLAN hat, wird er sich dieses Video anschauen, wenn es ankommt. Und dann übelste Kritik äußern, aber gut, ne? Wenn er wieder zu Hause ist, dann wird er wahrscheinlich sagen, dass ich so scheiße gespielt habe. Aber was soll man sagen? Alex ist Alex, ne? Es hat sich auf jeden Fall kein Mensch hochgebaut. Das ist interessant. Oh, es fällt Gold vom Himmel. Diesem Angebot kann ich nicht widerstehen. Ha, Leute. Mit 1,5 Herzen rein da. Okay. Okay, also gegen ja, bruh. Da hätte ich so oder so nichts tun können. Mit einem Herz. Ich wäre so oder so verreckt. Okay, jetzt stand ich da ganz leicht im Weg. Egal. Ich muss mir das abgewöhnen, da immer Brücke unten hinzusetzen. Das behindert meine Mates. Okay, also diese zwei Teams, Grün und Gelb, die spielen irgendwie ziemlich oldschool. Nur, dass ich bisher noch nicht von einem Bogen abgeschossen wurde, was mich ein wenig verwirrt. So, die haben sich hier angeboten. Ich lasse den mal seinen Weg bauen. Gehe ich mal zu Rot rüber. Mal schauen. Vielleicht
krieg ich ja hier so ein Bett geholt. Okay. So, ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwie vom Dach aus hier drauf kommt. Das sieht mir aber aus wie ein Bett. Okay, hier ist leider eine Absperrung, da kann ich nicht so leicht die Leute runterkicken, außer ihn hier. Oh. Hau ab. Ist er down? Der ist auf jeden Fall down. Okay, ich glaube, die wollen so schnell nicht mehr hochkommen hier. Da baut er gerade das Safe. Da ist er ja. Naja, Leute, gegen ihn habe ich wohl eher keine Chance. Er hat eine schicke Rüstung an. Diese habe ich nicht. Ich kann aber das machen. Ah, shit, jetzt bin ich runtergelaufen. Ah, Mist. Egal. Team Rot ist dann soweit. Schau mal. Fast ausgelöscht. Und wo wollen wir denn jetzt hin? Lohnt es sich, Rot auszuschalten? Eigentlich sagen, ich gehe zu Gelb rüber. Mein Mate geht nämlich schon zu Rot. Der hat Rüstung. Ich denke, der wird da so ein bisschen besser klarkommen als ich. Okay. Starker Beschuss hier. Kommt er mit seinem scheiß Bogen an, Alter. Okay. Das Bett von Team Gelb wurde zerstört. Okay. Leute, wir haben als einziger noch ein Bett. Wir haben jetzt die Chance, diese Runde zu gewinnen. Wir müssen einfach nur noch die zwei roten, einen grünen und zwei gelben runterklatschen. Dann haben wir gewonnen. Gewonnen. Okay, der Kollege da kommt mit seinem Bogen ran. Ich hätte runterspringen sollen. Wo kommt er da mit seinem Bogen an? Okay, der Grüne wird da gerade ordentlich in die Mangel genommen. Da unten kann ich leider jetzt nicht so viel ausrichten. Außer vielleicht hier hochgehen und auf den runterspringen. Okay, dann kommt da halt so einer. Jetzt habe ich mein Zeug weggeworfen.
Genius. So, Leute. So. Ich hoffe mal, ich kann den holen. Wahrscheinlich ist der eh schon. Jetzt steht da hinten natürlich oder der Gelbe. Das gefällt mir nicht, dass die immer noch die Mitte haben. Eigentlich würde ich auch sehr gerne ohne Bogen spielen. Aber auf meinen Sucht sind ein paar weniger Leute drauf. Und auf Nervux werde ich komplett zerlegt. Das ist beides eine nicht sehr Idee. Ich sehe jetzt beide da hinten. Okay, einer down auf jeden Fall. Das habe ich zwar vielleicht ein wenig verkackt gemacht, aber wir haben jetzt noch einen gelben. Ist der schon bei uns? Der hat Schneeböcke gekauft. Der ist doch noch nicht bei uns. Zu deiner Enderperle? Ah, jetzt über uns. Ups. Ich bin auch so. Leute. So. Meine Fresse hier. Leute, kommt mal hoch zum Bett, bitte. Okay. Ah, das ist jetzt belastend. Leute, bitte! Leute! Ey, Junge, du schaffst es doch eh nicht mehr. Was musst du da hin? Oh, Leute, war das knapp. Guck mal, der holt sich auch nie in der Brust. Wenn er denkt, der kann er nur gewinnen mit einer Rüstung. Komm. Ich trink mal was. Komm. Oh, man. Also, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Der Titel für dieses Video wird keine Ahnung was sein. Auf jeden Fall etwas, wo drin beschrieben wird, wie oft ich verloren habe. Und vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da. Abonniert uns, wenn euch das Video gefallen hat oder unser Kanal euch gefällt. Ich habe gerade einen Sprachfehler. Ich würde da sagen, tschüss.